Die wohl spannendste Frage, seitdem es Menschen gibt, ist, was kommt eigentlich nach dem Tod? Gleichzeitig macht uns diese Frage auch am meisten Angst. Heute möchte ich einmal der Frage näher nachgehen und nachschauen, was passiert denn eigentlich tatsächlich nach dem Tod? Was gibt es für neue Erkenntnisse? Und müssen wir uns tatsächlich wirklich so schlimm vor dem Tod fürchten? Darum geht's heute. Viel Spaß! Du wunderschöne Seele, ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um das Leben nach dem Tod. Was lange Zeit als unmöglich abgetan wurde, scheint immer mehr in den Fokus einer realen Begebenheit zurück. In diesem Video zeige ich dir wirklich die allerneuesten Erkenntnisse, dass es ein Leben nach dem Tod tatsächlich gibt. Also warum sollten wir davor Angst haben? Also, es gibt nicht nur eine Vielzahl weltweiter Studien über das Leben nach dem Tod, die den Rückschluss jetzt zulassen, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Es sind auch die Fortschritte der Wissenschaft, vor allen Dingen aber der Quantenphysik, die in einer ganzen Vielzahl darauf hindeuten, dass wir Menschen letztendlich geistige Wesen in einem physikalischen Körper sind. Das ist doch mal absolut spannend, oder findest du nicht? Sollten sich diese Hinweise jetzt und Indizien in den nächsten Jahren noch weiter erhärten, so ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es ein Weiterleben nach diesem Leben tatsächlich gibt. Wie das dann aussieht oder wie es in den Jenseits beschaffen ist, das ist jetzt wiederum eine ganz andere Frage, die ich heute nicht beantworten kann. Fundamental ist aber erstmal die Erkenntnis, dass auch du wahrscheinlich umdenken werden musst. Wenn du bisher jetzt der Meinung warst, dass nach dem Tod alles zu Ende ist, denn so scheint es tatsächlich nicht zu sein. Also, wenn du jetzt bis jetzt diese Meinung hattest, weil du vielleicht Atheist warst oder sonst irgendwas. Das Leben nach dem Tod und Gott, das ist auch eine sehr spannende Frage, denn Mediziner der unterschiedlichsten Fachrichtungen haben sich mit dem Phänomen der Nahtoderfahrungen lange beschäftigt. Und ich denke und glaube zu meinen, die allermeisten Laien bestimmt auch irgend schon mal. Es gibt auch schon ganz viele Bücher und Publikationen darüber, die veröffentlicht worden sind, wie der rote Faden berichtet, die Autoren bei ihrer Patientenbefragung darin übereinstimmen von bestimmten Geschehnissen und Vorkommnissen. Und das ganz unabhängig von Alter der Patienten oder davon, welche Religion oder Weltanschauung sie vorher hatten. Vor allem, das ist ja wichtig, denn wenn ich Atheist bin und glaube, ja, nach dem Leben kommt kein Tod. Und dann natürlich meinte ich Leben nach dem Tod, verzeih mir bitte. Ich zum Beispiel eine Nahtoderfahrung und mache ganz ähnliche Erfahrungen wie Menschen, die jetzt zum Beispiel religiös sind, die in einem christlichen Glauben sind oder in muslimischen, dann ist es doch mehr als interessant, findest du nicht? Was uns nach dem Tod erwarten wird, scheint also wie ein allgemeingültiges, universelles Prinzip zu sein. Auch die Vorstellung, insbesondere der christlichen Tradition von Himmel und Hölle, halten den wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute dann nicht mehr stand. Stell dir das mal vor, was das für die Menschheit jetzt bedeuten würde. Vor allem in der christlichen Welt, wenn es ein Leben nach dem Tod wirklich gibt, dann gibt es auch Gott. Dann sonst würde die Theorie vom Jenseits und Leben auch keinen Sinn mehr machen. Aber muss man sich Gott vorstellen als den alten Mann mit einem langen weißen Bart, so wie es gerne die katholische Kirche immer macht? Ich weiß nicht so genau. Schreib es mir einfach mal in die Kommentarbox hinein, bitte. Und jetzt wird es langsam wirklich spannend. Eine Parallelwelt, die sich aus unseren Sinnen entzieht. Kann das denn sein? Das Jenseits scheint gar nicht weit von uns entfernt zu sein. Es ist eigentlich nach den Theorien der Quantenphysik eine Parallelwelt, die sich einfach nur unseren fünf Sinnen jetzt entzieht. Ich versuche es mal vereinfacht auszudrücken, okay? Stell dir vor, mit deinen Augen, Ohren, Nase und Haut und deinen Geschmack nimmst du zwar alles wahr,
aber eben nur das wahr, das für dich auch tatsächlich da ist. Also anders ausgedrückt, stell dir vor, von uns fehlen gewisse Organe oder Sinne, die in anderen Dimensionen wahrgenommen werden könnten, die jetzt mit diesem Moment, wo ich mit dir rede, schon da sind, wir es aber gar nicht wahrnehmen können, weil es uns alles fehlt. Ähnlich wie bei einem Hund, der schon lange vorher bellt, bevor das Gewitter oder der Sturm erst da ist. Das bedeutet also, dass wir diese sogenannten geistige Welt einfach nicht erfassen können, weil der lebende Zugang dazu uns einfach verschlossen bleibt. Also pass auf, hör mir ganz genau zu, das ist ganz wichtig. Beim Eintritt des Todes passiert eigentlich nichts weiter, als dass du deinen irdischen Leib jetzt einfach ablegst. Das ist auf jeden Fall sicher und steht außer Frage. Aber mit der Essenz deines Wesens gelangst du dann in eine geistige Welt. So die Theorie der Quantenphysik. Es wurden sich auch viele Gedanken darüber gemacht, was mit dieser Essenz eigentlich jetzt sich auf sich hat. In vielen Religionen ist die Rede von der Seele oder Geist. Es scheint wohl so zu sein, dass die Seele der Träger des Geistes ist. Es ist sozusagen der göttliche Funke, der dich überhaupt erst leben lässt. Denn sobald dieser Funke beim Vorgang des Todes den Körper jetzt verlässt und das Leben nach dem Tod jetzt eintritt, sind wir nur noch ein Haufen unbelebter Materie aus Atomen und Molekülen. Ist jetzt unser Zuhause das Jenseits? Kann man das so sagen? Es stellt sich dann für die Hinterbliebenen so dar, als wäre der Verstorbene nur, so eine leblose Hülle. Schließlich sehen wir ja nur einen leblosen Körper. Nach der Theorie der Quantenphysik ist der Tod nichts anderes als ein Übergang in eine andere Form des Seins. Unser wahres Zuhause ist damit nicht hier auf der Erde, sondern in Sphären der geistigen Welt. Also doch ähnlich, wie es die Religionen predigen, Fragezeichen, was oft auch als Jenseits bezeichnet wird. Die Quantenphysik hat weiterhin herausgefunden jetzt, dass das menschliche Bewusstsein offensichtlich nicht an die Funktion des Gehirns gekoppelt ist. Das ist also nichts anderes als das, was ich immer in meinen Videos predige. Wir sind nicht unsere Gedanken. Wenn diese quantenphysikalische Theorie jetzt stimmt, würde das Bewusstsein nicht löschen. Auch wenn das Gehirngewebe jetzt bereits abgestorben ist. Das ist auf jeden Fall klar. Aber unser Bewusstsein lebt jetzt irgendwie weiter. Und das ist sicher. Und das steht wirklich außer Frage. Also eins ist klar. Der physische Tod tritt ganz schnell ein. Sobald die Gehirnzellen nur wenige Minuten lang nicht mit Sauerstoff versorgt wurden, tritt er ein. Ein großer Philosoph sagte einmal, der Tod kann im Prinzip nichts Schlimmes sein. Denn durch dieses Tor ist bislang noch jeder Mensch geschritten. Also, klar, was er damit meinte. Aber jetzt kommen wir zu der letzten Konsequenz für das Leben nach dem Tod. Die aufwendigen Analysen der Quantenphysik lassen den eindeutigen Rückschluss zu, dass es sich nicht nur bei Atomen, sondern auch bei dem Bewusstsein um eine Energieform handelt. Jetzt halt dich mal fest. Das bedeutet, dass wir, also unser Bewusstsein, Energie ist. Und wir wissen, dass in unserem Universum Energie niemals stirbt, sondern immer nur umgewandelt wird. Physikalisches Gesetz ist so. In der letzten Konsequenz ist also Energie unzerstörbar. Nur die Zustandsform der Energie kann sich jetzt so verändern. Ist also immer, wenn man so möchte, variabel. Deshalb wird heute vielfach auch von renommierten Wissenschaftlern die Überzeugung vertreten, dass das menschliche Bewusstsein, also das, was wir als Persönlichkeit sehen und das Wesen des Individuums jetzt ausmacht, nach dem Tod unbedingt weiter existieren kann. Wenn man also der Quantenphysik folgt, so hat jedes Lebewesen eine Seelenmasse, das muss man sich mal vorstellen. Diese ist bei Menschen aber viel größer als bei Tieren oder Pflanzen. Doch von Medien, welche in
Standes sind, mit Verstorbenen zu kommunizieren, wird immer wieder glaubhaft berichtet, dass auch geliebte Haustiere ihren Weg ins Jenseits finden. Da werde ich schon fast emotional. Ich schau mal, ich ganz ehrlich, ich kriege Gänsehaut, weil es tatsächlich so ist, wirklich. Du kannst also deshalb, was ich dir gerade alles gesagt habe, du kannst darauf vertrauen, dass nach dem eigenen physischen Tod auch deine Verwandten, Bekannten oder Freunde ja, du unter Umständen wiedersehen kannst. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, was sagt der Juan da? Ist der jetzt in esoterische Schiene reingerannt? Nein, ganz im Gegenteil, nein, das bin ich wirklich nicht. Überhaupt nicht. Das sind ja Fakten aus der Quantenphysik. Und du weißt, Wissenschaft spricht immer von Fakten und nicht von irgendwelchen Sachen, wo man irgendwie glaubt. Also das ist wirklich, wirklich absolut spannend. Die Quantenphysik bestätigt, dass wir Menschen geistige Wesen in einem physischen Körper sind. Deshalb hat der Tod an sich auch keine Bedeutung. Klingt logisch, denn mit dem Verlassen der Seele aus dem physischen Körper geht sie wieder dorthin zurück, wo sie ursprünglich mal hergekommen ist. Also du siehst, du wunderschöne Seele, die Angst vor dem Tod ist eigentlich vollkommen unbegründet. Nahtoderfahrungen werden als derart real erlebt, dass die Betroffenen ihr Leben oftmals total umkrempeln, nicht mehr so materialistisch denken und sich im Leben mehr manchmal spirituellen Dingen widmen. Außerdem sind sie oft viel dankbarer. Zudem kann man beobachtet werden, dass sie die Angst vor dem Tod absolut überwunden haben. Sie haben das vollkommen verloren. Denn wer schon einmal einen Blick auf das Leben nach dem Tod werfen konnte, der weiß, was ihn erwartet oder nicht. Dass das menschliche Bewusstsein imstande ist, sich von physischen Körper zu lösen und Dinge wahrzunehmen zu können, haben so viele Menschen wirklich bestätigt. Die einen Unfall hatten, die dann in der Notaufnahme waren und die das ganze Leben dann danach einfach ganz anders sehen. Nicht selten konnten sämtliche medizinischen Handlungen detailliert beschrieben oder genaue Ortsangaben jetzt gemacht werden. Die Seele ist jedoch über die sogenannte Silberschnur mit dem irdischen Körper irgendwie verbunden. Wenn diese Schnur einmal zerreißt, kann die Seele nicht mehr in den Körper dann zurückkehren. Klingt logisch, oder? Und der Mensch ist wirklich und unwiderruflich, also physisch jetzt tot. Die Seele ist jedoch unzerstörbar und wird weiter existieren. Das steht absolut fest und ist wirklich eigentlich nicht mal zur Diskussion irgendwie würdig, da weiter drüber zu sprechen. Ähnliche Videos interessieren, wie zum Beispiel das weltberühmte Doppelspaltexperiment, verlinke ich dir das einmal hier oben. Falls es dich interessiert, ob wir in einer determinalen oder indeterminalen Welt leben, also Determinismus und Indeterminismus, verlinke ich dir das einmal hier unten. Ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, ein Stückchen weit eventuell die Angst vor dem Tod zu nehmen, beziehungsweise auch Hoffnung zu geben, wie es nach dem Leben weitergeht. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.